Ja, sehr gerne. Mein Name ist Isabel Heinemann. Ich leite den Lehrstuhl für Neueste Geschichte seit Februar hier an der Universität Bayreuth. Bevor ich nach Bayreuth gekommen bin, war ich an der Universität Münster und das auch recht lange. Zunächst als Leiterin einer Eminötergruppe der DFG, dann als Juniorprofessorin und dann als Professorin für Neueste Geschichte. Mein Aufgabengebiet ist die Zeitgeschichte. Das heißt, Zeithistorikerinnen und Historiker beschäftigen sich mit der Vorgeschichte gegenwärtiger Problemlagen. Ich tue das an zwei großen Themenfeldern. Eins meiner Spezialgebiete ist die Geschichte des Nationalsozialismus und seiner Nachwirkungen bis auf den heutigen Tag. Meine Promotion habe ich in diesem Feld verfasst. Ich habe in Freiburg damals untersucht, wie die Rassen- und Umsiedlungspolitik der SS im besetzten Europa durchgesetzt und umgesetzt worden ist. Im Nachgang habe ich dann die erste Postdoc-Phase auch an der Uni Freiburg durchlaufen und habe mich da mit NS-Karrieren von Wissenschaftlern und deren Weiterleben und Weiterforschen in der BRD, also in der Bundesrepublik, beschäftigt. Mein zweites großes Themengebiet ist die Geschichte und die Analyse gesellschaftlichen Wandels im Zusammenhang mit der Frage nach Normwandel, also wie ändert sich einerseits der soziale Zustand der Gesellschaft, wie ändern sich aber auch Werte. Das habe ich insbesondere untersucht am Beispiel von Familienwerten, aber auch der insgesamt der Geschlechterordnung. Mein erstes großes Projekt in dem Bereich war eben meine Eminötergruppe. Da habe ich gemeinsam mit drei Doktorandinnen und Doktoranden die Vorstellung von Familie in den USA im 20. Jahrhundert untersucht. Es sind dann insgesamt vier Monographien aus dem Projekt hervorgegangen, unter anderem meine Habilitationsschrift, die ich 2018 an der Universität in Trier eingereicht und verteidigt habe. Neben diesem Nötergruppenprojekt habe ich an der Uni Münster auch ein Teilprojekt im Sonderforschungsbereich Kulturen des Entscheidens geleitet. Da wiederum haben wir uns auch Stichwort Normwandel, Gesellschaftswandel, haben wir uns mit Kulturen des reproduktiven Entscheidens beschäftigt in der Bundesrepublik und der USA und den USA im Vergleich. Also sprich, was bewegt Menschen, es sich für Verhütung, Abtreibung, aber auch für Kinder zu entscheiden? Und wie ändert sich das in der Zeit nach 1945? Das war auch sehr spannend. Und dann im Rahmen jetzt der Professur für Neueste Geschichte in Münster habe ich meinen Radius nochmal erweitert in Richtung einer integrierten Geschlechtergeschichte von Bundesrepublik und DDR. Habe aber auch diesen ganzen Bereich der Rassismusforschung nicht aus den Augen verloren, mich unter anderem mit Geschlechtervorstellungen im europäischen Rechtspopulismus beschäftigt. Also kurz, alle diese Themen sind Themen, die uns auch heute, denke ich, sehr viel zu sagen haben. Und das ist halt das Tolle an so einem Lehrstuhl für Zeitgeschichte. Man kann eben ganz nah an den Themen, die die Gesellschaft gegenwärtig umtreiben, forschen. Und das hier zu tun an der Uni Bayreuth, da freue ich mich sehr. Ja, wenn man von einer großen Universität kommt, springen einem die Vorteile der Universität Bayreuth sofort ins Auge. Das ist eine Uni der kurzen Wege. Das ermöglicht intensive innerfachliche, aber auch interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also es ist eine sehr gute Kultur der Kooperation hier. Das hat mich sofort positiv beeindruckt. Es ist zugleich auch die Internationalität des Campus, der Studierenden und auch der Lehrenden sehr groß. Auch das fand ich einen Vorteil. Im Rahmen der interdisziplinären Kooperation sind so ein paar Punkte, auf die ich mich besonders freue. Zum einen interessiert mich das Exzellenzcluster Africa Multiple sehr. Da kann ich durch meine Forschungen zur Wissensgeschichte, zur Geschlechtergeschichte, Geschichte des transnationalen Feminismus gut anschließen. Was mich auch sehr interessiert, ist das Graduiertenkolleg der Hans-Böckler-Stiftung Intersektionalitätsstudien. Da kommen wiederum auch die Forschungen zur Geschlechtergeschichte, aber auch zur Geschichte des Rassismus ins Spiel. Und drittens freue ich mich drauf, mitzumachen beim Netzwerk Friedens- und Konfliktforschung, das wiederum auch an der Vorbereitung des Zentrums für Friedens- und Konfliktforschung in Bayern, BMBF, gefördert arbeitet. Also das sind alles Punkte, die ich sehr gerne hier an der Uni mit aufgreife und mich freue, mich zu engagieren. Ich denke eben auch, der Lehrstuhl hat wirklich auch eine, glaube ich, eine wichtige, eine Schlüsselfunktion an der Fakultät, aber auch an der Facheinheit Geschichte, und das auszugestalten gemeinsam mit den Kolleginnen in der Kulturwissenschaftlichen Fakultät, in der Facheinheit, darauf freue ich mich ganz riesig. Ich würde gerne den Lehrstuhl für Neueste Geschichte an der Universität Bayreuth zu einem Zentrum internationaler, moderner Zeitgeschichtsforschung machen.
Das bedeutet zum einen natürlich, dass ich ansetze in der Lehre. Da würde ich gerne meine Kernthemen, also Geschichte der USA, Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, Geschichte von Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg, aber auch überhaupt die Geschichte von Gewalt im 20. Jahrhundert stärken. Das verkoppeln auch mit Fragen eben der Geschlechtergeschichte und der Wissensgeschichte, weil ich denke, das interessiert Studierende heute sehr und man kann sie damit sehr gut abholen. Das ist zum einen das Profil in der Lehre, also eine moderne Lehre, die sowohl die Staatsexamensstudierenden abholt, als auch natürlich die stärker spezialisierten Master- und Bachelorstudierenden gut mitnimmt. Plane ich als nächstes eine größere Ringvorlesung fürs kommende Wintersemester, wo ich mich gerne mit Zeitgeschichte und Geschlecht beschäftige. In der Forschung möchte ich auch gleichfalls neue Akzente setzen. Ich bringe einerseits drittmittelgeförderte Forschungsprojekte schon mit und auch einen Teil meines Teams. Das ist zum einen die Erforschung der Geschichte des Antifeminismus in der Bundesrepublik. Ein zweites größeres DFG-gefördertes Drittmittelprojekt beschäftigt sich mit der Geschichte der der Humangenetik in der Bundesrepublik. Also das sind zwei Projekte, die konkret die Bundesrepublik adressieren. Neue Projekte sind in Vorbereitung, die sich dann hoffentlich auch bald in Drittmittelforschung materialisieren. Zum einen mit den Kolleginnen vom Institut für Zeitgeschichte in München die Erforschung von Geschlechterordnungen in der Demokratie und des Verhältnisses von Demokratie und Geschlecht, auch bezogen auf die Bundesrepublik und die DDR nach 1945. Das zweite größere Verbundprojekt, an dem wir arbeiten, das ist gemeinsam mit den Kolleginnen der Universitäten Marburg und Gießen. Hier wollen wir eine transdisziplinäre und transepochale Analyse des komplexen Verhältnisses von Macht, Geschlecht und Staat vorlegen. Wie gesagt, diese beiden Dinge würde ich gerne anregen an der Universität Bayreuth und auch hier etablieren und installieren. Desgleichen schwebt mir vor, auch stärker internationale Kolleginnen und Kollegen aus meinen Forschungskontakten in die USA, nach Polen hier einzuladen und eine Bayreuth Lectures in Contemporary History Reihe aufzulegen längerfristig. Ja, last but not least gibt es auch am Standort Bayreuth ganz exzellente Möglichkeiten für eine interessante, angewandte Forschung und Lehre. Zum einen denke ich an das Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv, das zur Erforschung der Folgen von Flucht und Vertreibung gut geeignet ist und wo die Studierenden, denke ich, ganz niederschwellig in Archivprojekten lernen können, mit Akten umzugehen oder vielleicht auch Abschlussarbeiten zu schreiben. Eine weitere Möglichkeit ist, denke ich, die Großbaustelle, die die Stadt Bayreuth hat und immer haben wird, nämlich Umgang mit Rassismus und Erbe des Nationalsozialismus am Beispiel von Richard Wagner, der Bayreuther Festspiele und Houston Stuart Chamberlain als Theoretiker des Rassismus. Also in diesen produktiven Prozess würde ich mich auch gerne einbringen und da wäre auch dran zu denken, dass man den Studierenden hier eben griffige Formate angewandten und praktischen Forschens anbieten kann. Kurz, ich denke, der Standort Bayreuth ist aus den unterschiedlichsten Gründen ganz wunderbar geeignet, eine zeitgemäße, interessante, spannende, international vernetzte Zeitgeschichtsforschung aufzustellen. Der Lehrstuhl hat eine Schlüsselstellung der Facheinheit inne und ich freue mich ganz unglaublich darauf, den auszufüllen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit meinen Kolleginnen in der Facheinheit und an der Fakultät, aber vor allen Dingen auch mit den Studierenden. Herzlichen Dank für das Gespräch.